Bezahlbarer Wohnraum geht jeden an. Den Alleinerziehenden, die Familien, die Rentner, die Handwerker, Lehrer und Polizisten und die Studierenden. Steigende Mieten, Luxussanierungen und Spekulationen mit Wohnraum entziehen vielen Menschen die Lebensgrundlage. Explodierende Mieten sind kein Naturgesetz, sondern Folge der Fehler der bayerischen Staatsregierung. Es gibt zu wenige Wohnungen in öffentlicher Hand. Markus Söder und die CSU haben 32.000 staatliche Wohnungen verkauft und damit 80.000 Mieterinnen und Mieter im Regen stehen lassen. Unser Plan für Bayern. Wir fordern Mietenstopp jetzt. Bestandsmieten und Mieten bei Neuvermietungen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten dürfen für 5 Jahre nur in Höhe der Inflationsrate steigen. Zweitens, wir schaffen ein Flächenkataster, also einen Überblick über die bebaubaren Flächen in Bayern, und dann sorgen wir dafür, dass diese Flächen auch genutzt werden. Drittens, wir verkaufen staatliche Grundstücke nicht mehr zu Höchstpreisen, sondern geben sie günstig ab, wenn darauf bezahlbare Wohnungen entstehen. Ein Angebot für Städte, Gemeinden und Genossenschaften. Viertens, wir ermächtigen endlich die Landkreise, auch selbst Wohnungen zu bauen. Das ist in Bayern bisher verboten. Fünftens, wir bekämpfen die Spekulation auf Wohnungen oder Baugrundstücke. Dazu führen wir eine Spekulationssteuer auf Boden ein. Wohnen darf kein Luxus sein. Wohnen ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Die dramatische Lage am Mietmarkt zeigt, wir brauchen eine echte Mietenwende. Das geht nur mit Natascha Kohnen und der SPD. Deshalb am 14. Oktober beide Stimmen für die SPD.